Ganz einfach der erste Tipp: ordentliche Kleidung anziehen, ein gepflegtes Äußeres und vor allen Dingen pünktlich sein. Wobei pünktlich jetzt nicht heißt, eine halbe Stunde vor der Zeit, sondern pünktlich wirklich kurz vorher da sein und sich dann melden. Tipp 2 wäre, sich gut über die Firma informieren. Das heißt, im Vorfeld schauen, was macht die Firma, für was steht die Firma. Und was vielleicht auch ganz gut ist, wenn es um die Kleidung geht, was ich vorher gesagt habe, ist schauen, wie sind die Leute dort angezogen. Weil in einem Industrieunternehmen zieht man sich vielleicht ganz anders an wie in der Bank. Noch ein Tipp ist, sich vorher im Vorfeld über sich selber nochmal Gedanken machen. Man sollte sich wirklich selber gut kennen. Das heißt, wo sind meine Stärken, wo sind Schwächen auch, wo möchte ich mich weiterentwickeln, was macht mir persönlich Spaß und was macht mir vielleicht nicht so Spaß. Das hilft nachher auch bei der Entscheidung, ob die Stelle, für die man sich beworben hat, wirklich nachher auch zu einem passt. Schön ist es, wenn man sich auf das Gespräch freut. Wenn man wirklich interessiert ist an der Stelle und an der Firma, das merkt ein Unternehmen und das ist nachher schlussendlich auch mitentscheidend, ob man einen nimmt oder nicht. Mein letzter Tipp ist, authentisch sein, sich nicht verstellen, denn die eigene Persönlichkeit soll ja zum Ausdruck kommen.